Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort, indem ich Menschen hier aus Rüsselsheim, die einem Unternehmen vorstehen oder einem Verein oder einer sonstigen Institution, die wichtig ist in dieser Stadt, befrage. Und mir geht es um den Blick auf unsere Stadt, uns den Blick auf Rüsselsheim, aber natürlich auch um die Institution, um die Firma, um den Verein selbst, um ihn darzustellen, damit man weiß, aus welchem Hintergrund heraus die Person den Blick sozusagen auf Rüsselsheim abgibt. Ja, und heute habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner, Herr Thomas Heiler. Er ist Unternehmer, er ist aus der Logistikbranche. Das ist interessant, weil Logistiker gibt es sehr viele, aber ich glaube, das ist ein sehr spezifisches Unternehmen. Wir werden etwas darüber erfahren und natürlich wie immer und uns den Blick auf Rüsselsheim geben lassen, weil das ist der Hauptpunkt, in dem es in dieser Reihe geht. Ja, Herr Heiler, erstmal vielen Dank, dass das hier funktioniert. Sie wohnen in Rüsselsheim, das darf ich schon mal vorausschicken. Und das Unternehmen, das Sie 1998 gegründet haben, mit Ihrem Partner zusammen, in dem Sie das Unternehmen betreiben, hat nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Also keine Bude, die seit 3 Tagen steht, sondern das ist schon ein bisschen länger am Start. Und die Bitte wäre, dass Sie einfach mal versuchen, in kurzen, knappen Worten Ihr Unternehmen darzustellen. Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Bode, und vielen Dank für die Einladung. Das Unternehmen heißt Cargo Movers GmbH. Cargo Movers kommt aus dem Englischen und heißt Fracht bewegen. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Mein Partner Robert Matern und ich haben diese Firma gegründet vor knapp 25 Jahren. Wir kamen beide aus der Logistikbranche schon raus, aus führenden Positionen, haben aber gemerkt, dass Firmeninhaber, die selber nicht mitarbeiten in der Firma, doch sehr oft den Kunden vernachlässigen und nur das, die Gewinnausschüttungen fixieren, will ich mal sagen. Ähnlich wie das Aktionäre bei einer Aktiengesellschaft. Dieses Dollarzeichen im Auge. Genau. Haben, ja. Und für uns war es wichtig, weil wir offen gemerkt haben, dass unsere Kundschaft auch enttäuscht war, dass wir das abstellen, dass wir auch für unsere Kundschaft immer persönlich erreichbar sind und uns um deren Anliegen auch kümmern. Und das war der Anlass gewesen. Wir haben immer den Fokus gehabt auf besonders schwierige Frachtgüter in der Luft- und Seefahrt. Also nicht die Standardware, die transportiert wird, sondern hochwertige, habe ich gelesen, sensitive Waren, die transportiert werden. Das ist richtig, ja. Also die großen internationalen Speditionen machen es eigentlich so, dass die Fracht von verschiedenen Absendern sammeln, tun das alles in einen Container, schicken den an den Zielort, zum Beispiel nach New York. Dort wird das wieder aussortiert und wird dann verschiedenen Empfängern zugestellt. Bei uns geht es darum, dass wir diese Fracht immer direkt schicken. Das heißt, die Ware geht direkt vom Absender sofort an den Flughafen oder an den Hafen, wird auf der nächstmöglichen Strecke verladen und dort auch gleich wieder rausgeholt und den Empfänger dann entsprechend zugestellt. Ja, jetzt haben Sie gesagt, oder wir haben gesagt, sensitive, zeitkritische Güter, also nicht das Übliche, die Standardwaren. Vielleicht haben Sie da mal ein schönes Beispiel für uns, damit es mal anschaulich wird, dass es da auch Besonderheiten gibt bei den Dingen, die transportiert werden. Wir versorgen zum Beispiel die deutschen Botschaften weltweit mit frischen Lebensmitteln. Ja. Das geht so weit, dass wir die auch sogar für die Entsandten einkaufen, verpacken fachgerecht und per Luftfracht dann eben zum Beispiel nach Havanna, nach Addis Abeba, nach Nairobi, nach Bangkok verschicken. Und die freuen sich natürlich, wenn sie mal dann wieder einen deutschen Käse oder... Hackkäse? Auch, ja. Hackkäse wird auch transportiert. Sehr auch das, auch Apfelwein haben wir schon geflogen. Oh, wichtig. Gehört ja dazu. Ne? Ja, dann, klar. Oder ein Schinken oder auch mal guten Wein oder sowas. Ja, was, ja. Alles, was es eben dann in Übersee nicht gibt. Das muss natürlich auch, wenn Frischware gut verpackt sein, damit es auch die Kühlkette nicht abreißt und dort frisch auch ankommt und auch verzehrt werden kann. Wir sind auch sehr stark tätig für die Pharmaindustrie weltweit, auch für DAX-Konzerne, für die wir dann per Luftfracht und Seefracht eben Pharmaprodukte in die ganze Welt verschiffen, aber auch für 2 deutsche Fluggesellschaften sind wir tätig. Wir versorgen diese dann weltweit mit Flugzeugersatzteilen.
Denn wenn ein Flugzeug irgendwo steht, was nicht weiterfliegen kann, weil ein dringendes Ersatzteil fehlt, dann muss das so schnell wie möglich dahin. Denn so ein Tag Standzeit kostet ja schon 100.000, manchmal ganz schnell. Schönes Beispiel zum Beispiel mal, eines Morgens klingelt das Telefon, ist ein Kondortechniker dran und sagt, ihr müsst uns helfen. Wir haben eine 757 in Lanzarote stehen, der Motor ist kaputt, der Engine. Und er braucht einen neuen Engine, kann man vor Ort nicht reparieren. Das Problem ist nur, die Landebahn in Lanzarote ist zu kurz, damit ein entsprechend großer Flieger, zum Beispiel ein Jumbojet, ein Fracht-Jumbojet dort landen kann, der ein neues Triebwerk laden kann. Okay. Wie löst man das Problem? Das Problem haben wir dann gelöst, dass noch am selben Tag ein 747 abgehoben hat vom Flughafen an. Und wir haben die nach Las Palmas auf die Hauptinsel fliegen lassen. Dort konnte sie landen und haben den ganzen Rest dann organisiert mit Fähre und LKW, dass das eben dann war. Und so konnte am nächsten Tag dann der Engine ausgetauscht werden. Sie haben im Vorgespräch eine lustige Geschichte erzählt, Stichwort Sand. Dinge, die man auch fast nicht glauben kann, was es alles gibt. Würden Sie das nochmal zum Besten geben? Ja, wir hatten eines Tages einen Auftrag von einer Wiesbadener großen Baufirma. Per Luftfracht mit einem Charterflug, also einem Sonderflug, mehrere Tonnen Sand nach Saudi-Arabien zu fliegen. Jetzt würde man nicht denken, dass man in Saudi-Arabien Sand braucht. Ich kenne den Hintergrund, aber vielleicht wollen Sie es nochmal erläutern. Ja, also Saudi-Arabien verfügt natürlich über riesige Sandmengen, die nur einen großen Nachteil haben. Diese Sandkörner sind durch den ewigen Wind, Wüstenwinde und sowas, sind die rund geschliffen. Abgeschliffen. Und Bausand, der wird gebrochen, der hat scharfe Ecken und Kanten und das wird halt benötigt, damit es dann auch im Beton dann hält. Ja. Also Sand ist nicht gleich Sand. Richtig. Und in dem Fall war es eben so, dass das Schiff, das sollte eigentlich per Seefracht dorthin gehen, weil das natürlich die kostengünstigere Variante ist. Aber das Schiff hatte Verspätung, das hatte Maschinenschaden und die große Baufirma aus Wiesbaden war im Verzug und wenn ein neues Schiff losgeschickt hätte, wäre es zu spät angekommen und da wäre die Konventionalstrafe höher gewesen, als das Flugzeug zu schicken. Ein Rechenexempel, das war eine günstigere Variante. Vielleicht noch eine letzte Geschichte. Sie sind durchaus auch in Gegenden unterwegs, wo man aktuell eigentlich sich nicht so gerne auffällt, weil es dort kriegerische, militärische Auseinandersetzungen gibt. Stichwort Libyen. Ja, also wir machen auch für einen großen deutschen Pharmakonzern, DAX-Konzern, schicken wir Dialysemittel und Geräte nach Libyen und wir hatten da eines Tages, also nach Kriegsausbruch war das, muss man sagen, nach Gaddafi also, und wir hatten eines Tages einen Charterflug, der war für zwei Militärflughäfen in Libyen bestimmt, leider verfeindete Lager, und wir sollten bei beiden diese Dialysemittel abliefern, und als wir auf dem ersten gelandet sind, hat dann das Militär den Flieger ausgeräumt, die für sie bestimmte Fracht, und haben gesehen, da ist ja noch mehr drauf und haben sie gesagt, so, das möchten wir jetzt bitte auch haben. Konnten sie auch gebrauchen, okay. Jawohl, und haben uns den ganzen Flieger leer geräumt. Da widerspricht man auch nicht so gerne. Dann nein, nicht, wenn das Militär mit so einem Maschinengewehr neben dran steht, macht der Pilot sicherlich nicht. Ne? Ja. Das aber es hat sich gut gelöst, hast du mir erzählt. Ja, Gott sei Dank hat sich dann das dortige Militär mit dem Lieferanten geeinigt. Die haben die gesamte Sendung bezahlt und wir durften dann sogar kurz drauf noch einen zweiten Charterflug auf den anderen Militärflughafen schicken. Also lernen wir drauf, man muss mit den Leuten reden, auch wenn sie eine Waffe in der Hand haben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann kommen wir sozusagen zum zweiten Teil, der mich besonders interessiert. Wenn Sie jetzt als Unternehmer, der hier in Rüsselsheim sein Unternehmen hat oder seinen Sitz, mal auf den Standort Rüsselsheim blicken, auf den Wirtschaftsstandort Rüsselsheim. Wie nehmen Sie diesen Standort wahr? Klar ist, Sie sind natürlich unter anderem wahrscheinlich gerne hier, weil der Flughafen in der Nähe ist. Da muss man jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler sein, das ist klar. Aber es gibt ja noch andere Orte. Aber Sie haben sich bewusst für Rüsselsheim entschieden. Und das sind praktisch zwei Fragen. Also warum Rüsselsheim und was macht diesen Standort aus Ihrer Sicht? Also wir waren ja ursprünglich ansässig in Kelsterbach. Wir sind jetzt seit 2009 in Rüsselsheim. Für uns kamen, also unsere Büroräume wurden zu klein, wo wir waren, im Fasanenweg in Kelsterbach.
Und ein Umzug in die Cargo City Süd kam für uns nicht in Frage, weil das auch für Kundschaft schwer zu erreichen ist mit Einlasskontrollen und diesen Sachen. Und das war hier halt im Blauen See, hat sich das ergeben, dass da ein passendes Grundstück zur Verfügung stand. Für uns wichtig ist, weil ich, wie ich vorhin anfangs erwähnte, für uns sind schnelle Wege sehr wichtig, direkt zum Kunden. Wir sitzen direkt an der Autobahnauffahrt. Das ist natürlich optimal. Ja. Und direkt auch am Flughafen. In 10 Minuten ist man am Terminal. Das ist für uns optimal gewesen. Und auch von der Stadt her war der Preis sehr akzeptabel. Und das hat sich für uns gut ergeben. Mhm. Wie würden Sie ansonsten die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen in Rüsselsheim beschreiben? Also insgesamt muss ich sagen, erfahren wir sehr viel Unterstützung, zum Beispiel von der Wirtschaftsförderung. Okay. Aber auch in unserer Bauphase haben wir eigentlich sehr kooperativ mit dem Bauamt zusammengearbeitet. Also da gibt es eigentlich wenig, wo ich negativ berichten kann. Auch mit dem Ordnungsamt haben wir schon konstruktive Gespräche gehabt. Und man hat immer geholfen, hier auch Lösungen zu finden. Das hat eigentlich auch immer funktioniert. Da sind wir eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Mhm. Gibt es lokale Kooperationspartner außerhalb der Stadt? Gibt es Institutionen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wo Sie sich einklinken, wo Sie mitmachen? Ich sage mal als kleines Stichwort, es gibt ja auch sowas wie einen Gewerbeverein. Was gibt es da noch für Hinweise aus Ihrer Sicht? Ja, wir sind jetzt seit kurzem Mitglied im Gewerbeverein Rüsselsheim geworden. Den haben wir vorher gar nicht so richtig wahrgenommen. Okay, und, ja. Aber jetzt ist da ein ganz anderes Erscheinungsbild, glaube ich. Wir haben, glaube ich, auch eine neue Vorsitzende. Ja. Frau Manino. Ja. Ja. Und muss man sagen, es tut sich einiges. Und wir hatten leider nur noch nicht die Gelegenheit, an einer der Sitzungen mal teilzunehmen. Wir sind doch eben sehr eingespannt. Okay, aber freut uns sehr, dass sich hier jetzt ein positives Erscheinungsbild nach außen gibt, dass sich was bewegt. Und das wollen wir dann auch weiter unterstützen. Mhm. Gut. Gibt es andere Bereiche, mit denen da noch was anfangen? Ja, also es gibt relativ wenig jetzt hier in Rüsselsheim jetzt speziell. Mhm. Das Einzige, mit dem wir noch eng zusammenarbeiten, ist das Luftfahrtbundesamt in Raunheim. Okay. Zwangsläufig, ja, ja. Aber mehr als bürokratische Institution, wobei die Kollegen dann auch sehr nett sind. Aber es ist halt ein bürokratischer Aufwand, der bewältigt werden muss. Und da haben wir leider insgesamt sehr, sehr viel in den letzten Jahren dazu bekommen. Mhm. Jetzt nicht nur seitens dem Luftfahrtbundesamt, sondern insgesamt, sei es mit Zeiterfassungssystemen. Und also die ganze Bürokratie nimmt inzwischen einen Großteil der Arbeit ein. Das war so, zu der Zeit, als wir uns gegründet hatten, war das überhaupt nicht denkbar. Wir haben heute 3 oder 4 Angestellte, die sich nur um sowas kümmern. Wahnsinn. Stichwort Digitalisierung, ist das für Sie ein sehr großes Thema oder ist das was, was mitläuft? Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Digitalisierung gerade weltweit ist verdammt wichtig, weil damit Dokumente wirklich blitzschnell in jede Ecke transportiert werden können. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren am Flughafen, da hatte man noch mit Telex gearbeitet. Als dann das Fax kam, war das ein Riesenerfolg. Man hat ein Dokument in Sekundenschnelle, oder damals hat es vielleicht noch Minuten gedauert, um die Welt schicken können. Und wenn wir heute mit E-Mail arbeiten, ich mache dem Kunden ein Foto von seiner Fracht, er hat es ein paar Sekunden später am anderen Ende der Welt. Das ist schon sehr gut und auch in der Verarbeitung der Daten ist das natürlich ein Riesenvorteil. Als ich angefangen habe, haben wir die Frachtbriefe noch mit Schreibmaschine geschrieben. Okay. Ja, und es ist ja so, Sie haben es gerade gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es ist immer toll, wenn man jemandem ein Bild von etwas schicken kann, von der Ware und sonst was, bevor man es umständlich erklären muss. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt interessiert mich Ihr Blick als Unternehmer auf die Stadt Rüsselsheim insgesamt. Also, wie nehmen Sie als Unternehmer die Stadt wahr, mit all Ihren Facetten? Also wenn ich jetzt die Stadt jetzt mal nicht von den Ämtern hier betrachte, sondern die ganze Stadt, allgemein, ja, finde ich es eigentlich schade, dass Rüsselsheim nicht das Potenzial ausschöpft, das es haben könnte. Ich will mal sagen, als Punkt zum Beispiel, Rüsselsheim liegt mitten im Rhein-Main-Gebiet. So ist das. Ja, das heißt, also auch Anwohner aus Wiesbaden, Darmstadt, Mainz oder Frankfurt sind eigentlich... können sehr gut hierher kommen, aber unsere Innenstadt zum Beispiel
ist leider nicht mehr attraktiv. Ich kann mich erinnern, dass hier früher, wie zum Beispiel Leder Lang, ja. Hier waren Geschäfte ansässig, wo die Leute aus dem Taunus angereist kamen, um sich Fachberatung einzuholen. Das ist leider alles weg. Ich weiß leider auch nicht, wie es passiert ist, obwohl ich eigentlich schon immer in Rüsselsheim wohne. Mhm. Aber zum Einkaufen braucht man hier nicht mehr. Also es ist jetzt eher umgekehrt. Und deswegen hoffe ich ja sehr, dass die Stadt Rüsselsheim die Chance nutzt, das alte Opel-Areal entsprechend umzusetzen und diesen Kernbereich Rhein-Main-Gebiet hier ein bisschen mehr rauskristallisieren zu können. Ja, Herr spannend ist nochmal, in Rüsselsheim tut sich ja was, Opel-Flächen Stellantis. Ein großes Areal. Da haben wir jetzt leider bei der Ausschreibung nicht so ganz guten Platz erwischt. Ja. Sind wir ziemlich hinten runtergefallen, Platz 29 von 30 oder was das war. Aber spannend wäre doch nochmal aus Ihrer Sicht, wo sollte sich Rüsselsheim hin orientieren in Bezug auf dieses Gelände? Was wäre da spannend? Also ich fände das wahnsinnig interessant. Es ist ja ein riesengroßes Gelände. Und ich habe mal erfahren, es soll also größer sein sogar als Monaco. So ist es, ja. Ja, und es wird natürlich nicht alles verkauft, so wie ich gehört habe, aber trotzdem ist da Potenzial da. Unbedingt berücksichtigen sollte man natürlich auch die Lage hier mitten im Rhein-Main-Gebiet, im Herzen. Aber es wäre gut, wenn man hier Leben wieder in das hineinbringt und da vielleicht auch ich sag mal ein Beispiel Mainz hier zum Beispiel, BioNTech oder sowas, wenn man hier... Hauptgewinn, ja. Ja. Auch aus Gewerbesteuersicht. Das war ein Sechser im Lotto sozusagen. So ist das, ja. So ist das, ja. Und das ist ja auch wichtig für Rüsselsheim, dass wir Gewerbesteuer generieren. Aber auch Wohnen halte ich für durchaus denkbar und Leben. Ich meine auch ein Restaurant kann Gewerbesteuer zahlen oder ein Geschäft. Und auch wenn man dort wohnt, zahlen ja auch Einkommensteuer. Mhm. Aber ich möchte dieses toten Bereich, den wir jetzt in der Rüsselsheimer Innenstadt haben, ja. Den finde ich ganz wichtig, dass das anders belebt werden muss und dass die Leute dort gerne hingehen. Mhm. Ja, wenn ich das sehe in benachbarten Städten, jetzt war gerade das Weinfest wieder in Mainz oder sowas, da gehen Tausende von Menschen hin und das ist doch schön, wenn sowas passiert. Und so ist das, ja. Wenn Sie das so sagen, vielleicht noch mal einen kleinen Schlenker. Wenn Sie jetzt mal Ihre persönliche Sicht schildern auf Rüsselsheim, weil Sie gesagt haben, da sind Fest, da gehen auch Tausende hin. Wie nehmen Sie ganz persönlich als Privatperson, sage ich jetzt mal, Rüsselsheim wahr? Sie haben da Innenstadt kritisch. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sachen sagen, was Ihnen vielleicht auch fehlt, ja, und wo Sie sich mehr wünschen. Ja. Ich wünsche mir zum Beispiel mehr Aktivitäten, die wir hier auf dem Mainvorland hatten. Mhm. Die durften stattfinden. Ja, sehr großes Thema. Ich finde es sehr traurig, ja. Weil das hat die Stadt belebt. Gerade dieser Love Family Park zum Beispiel. Absolut. Auch dieses Schotten, wie heißt das noch? Ja, Mainland Games. Ja, Mainland Games. Ja. es gibt recht wenig. Werner Park ist ein Thema. Das haben die Menschen angenommen. Und das sollte man die Chance über sich Gedanken machen, Konzepte zu entwickeln, dass das auch so bleiben kann. Oder halt, wenn man sagt, dass wir das dann wirklich an das neue Opel-Gelände verlagern können. Kann auch interessant werden, aber da muss halt viel Geld in die Hand genommen werden, Sanierungen und es wird ein teurer Spaß. Wunderbar, vielen Dank, Herr Heiler, für diese Einschätzung aus Ihrer Sicht und ich wünsche Ihnen alles Gute. Nächstes Jahr vor allem für das Jubiläum, 25 Jahre. Da werden wir uns auch nochmal sehen oder austauschen und weiterhin auch wirtschaftlich viel Erfolg für Ihr Unternehmen. Vielen Dank. Dankeschön und auch für Rüsselsheim wünsche ich mir auch noch eine schöne, positive Zukunft. So soll es sein.